im Websurfen mit dem neuen Kindle von Amazon, Generation 4, 99 Euro. Ich zeige euch, das geht. Sehr experimentell, aber es geht. Man klickt hier im Menü, man geht runter auf experimentell. Dann kommt Browser starten. Ich klicke OK. Der Browser kommen die Lesezeichen, alles was man so braucht, Wikipedia, Google, Gmail, Yahoo, Spiegel. Sagen wir mal, wir wollen den Spiegel lesen. Gehen wir runter hier zu www.spiegel.de. Vorausgesetzt natürlich, wir sind eingeloggt im WLAN, was wir sind. Und hier erscheint der Spiegel mit vertrauten Menschen, die uns immer wieder glücklich machen, wenn wir sie sehen oder auch nicht. Der Text ist sehr klein, ist erstmal so nicht lesbar. Da erscheint aber schon die Lupe. Und ich klicke jetzt auf OK und die Lupe macht diesen Bereich größer, dass ich unsere freundliche Bundeskanzlerin, die uns immer wieder erfreut, schön sehen kann. Wahrscheinlich sagt sie gerade, ja, wir brauchen noch mehr Geld. Okay, und jetzt kann man hier den Text lesen. Merkel und Sarkozy und Angela Merkel haben bladibladibla, was man so kennt. Wollen wir diesen Artikel jetzt weiterlesen, dann gehen wir wieder nach oben. Man muss hier immer auf der Taste klicken und gehen wir weiter nach oben. Und dann ist es halt ein bisschen unübersichtlich. Da ist die kleine Hand hier, die auf verschiedene Links geht. Es ist ein arges Gefrickel hier, bis wir dahin kommen, wo wir wollen, nämlich zu diesem Artikel. Hoffentlich ist er es jetzt und er lädt. Und was kömmt? Ja, genau, jetzt kommt der ganze Artikel. Auch wieder zu klein zum Lesen. Und jetzt musste auch gleich die Lupe erscheinen. Auf, liebe Lupe, komm doch zu mir. Da ist sie auch schon. Ich dirigiere die Lupe wieder hier mit dem Dirigierzeugs. Und jetzt endlich, ja, kriege ich sie genau so hin, dass ich den Artikel lesen kann. Sorry, wenn es hier ein bisschen wackelt. Und jetzt habe ich es aber geschafft, diesen Artikel lesbar hier auf das Kindle, 99 Euro Kindle, zu schaffen und mir anzuschauen, was unsere lieben Regierenden sich wieder ausdenken, damit sie uns retten, damit wir uns zahlreiche neue Kindles kaufen können. Und man kann dann auch runter scrollen. Es ist halt kein Touch, obwohl im Moment hakt es hier ein bisschen. Es ist kein Touch, aber es kostet nur 99 Euro. Also wie gesagt, man kann surfen, aber nur sehr rudimentär. Das gute Gefühl ist eben, dass man online ist damit, dass man nicht nur so einen Reader hat, sondern im Notfall kann man auch wohin gehen. Man kann auch im Notfall zu Google gehen. Da haben wir Google und kann mit dem Textfeld sogar eine Suche eingeben. Allerdings ist es ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Buch suchen, B-Klick, dann ein U-Klick und ein C und ein H. Und auf Fertig, Klick. Dann haben wir bei in die Google-Suche das Buch eingegeben und klicken nochmal auf OK. Ah, es kommen die vielen, kommt hier Buchbinder, OK. Und jetzt sucht Google nach dem Buchbinder, findet zahlreiche Ergebnisse, die wieder zu klein sind. Wir müssen jetzt wieder hier die Lupe dirigieren, auf die Ergebnisse auf OK klicken. Dann kommen die Ergebnisse größer und siehe da, wir können sie lesen. Und wieder hier mit dem Dings runter navigieren bis Autovermietung und Mietwagen, Buchbinder, Autovermietung in Berlin. So heißt die also. Hab nichts mit denen zu tun, keine Schleichwerbung. Und sie lädt recht flott. Ja, immerhin ist die Webseite da. Aber wie gesagt, wieder arg klein und wieder kommt nach wenigen Sekunden die Lupe zum Einsatz. Gut, Leute, ihr seht. Man kann damit rudimentär surfen. Wie schon gesagt, das Gefühl, dass es geht, ist ganz gut. Aber so wie ein Pad ist es natürlich nicht. Aber wie gesagt, für 99 Euro kann man nicht viel mehr erwarten. So, ich hoffe, das konnte euch etwas sagen.